Hallo und herzlich willkommen hier zum dritten Teil Beweise mit Vektoren. Wir haben hier ein Rechteck gegeben, A, B, C, D und hier hat sich noch so ein Punkt T mit reingeschmuggelt. Ein Rechteck also und das soll dreimal so lang sein wie breit. Okay, dieses hier ist die Länge, und dieses hier ist die Breite. Und gegeben ist außerdem noch das AT-Vektor ein Neuntel von AB-Vektor ist. Okay, dann wollen wir mal gucken, was wir sonst noch alles so rausfinden können. Was sollen wir eigentlich zeigen? Zeigen sollen wir das AC, machen wir auch gleich einen Pfeil dran, senkrecht steht zu TD. TD hat den Pfeil hier oben. Okay, wollen wir erstmal gucken, was wir hier alles dazu sagen können. Als erstes haben wir nochmal dreimal so lang wie breit, das heißt AB-Vektor, und zwar der Betrag davon, nämlich die Länge, soll gleich 3 mal AD-Vektor sein. Und zwar der Betrag davon, denn der Betrag eines Vektors ist seine Länge. Hier geht es ja nicht darum, dass die in die gleiche Richtung zeigen, also kollinear sind, sondern die müssen halt hier, wir müssen hier mit Längen arbeiten. Gut, was kennen wir noch? Was kennen wir denn noch? Wir können dann zum Beispiel hier, um das hier abzukürzen, könnte man schon gleich sagen A- und B-Vektor dazu. Aber muss man auch gar nicht. Das heißt, man kann hier dann auch sagen, okay, der AB-Vektor, den nenne ich A-Vektor und den AD-Vektor, den nenne ich B-Vektor. Dann kann ich hier auch schreiben, Betrag von A-Vektor ist gleich 3 mal Betrag von B-Vektor. Aber das ist jetzt auch wieder nur so ein Ding, wo jeder das Gefühl so hat, irgendwie das, damit kann ich besser, wenn ich da so Buchstaben hinschreiben soll, irgendwie so große, dann habe ich da schon keinen Bock mehr drauf. Dann kann man sich auch den anderen Weg wählen. Gut, die Vokabel vergaß ich zu erwähnen. Wenn die beiden Dinger nämlich rechtwinklig stehen, dann haben wir eine Vokabel. Die lautet, dann muss das Skalarprodukt aus den beiden Vektoren gleich 0 sein. Und genau das ist die Gleichung, auf die wir dann hinterher kommen wollen, beziehungsweise wollen wir dann sehen, dass AC mal TD tatsächlich gleich 0 ist. Ja, jetzt können wir mal gucken, wie können wir vielleicht zum Beispiel diese beiden Vektoren hier überhaupt mal in die Waagschale bringen. Was ist denn AC? AC ist der Weg von A nach C. Und wenn dieses hier jetzt der B-Vektor ist, der in diese Richtung zeigt, und das ist ja der Vektor AD, AD, Pfeil zeigt nach hier, dann kann ich ja sagen, der Vektor AC ist gleich Vektor B, naja, und Vektor A geht ja von A nach B, also plus A-Vektor. Man kann auch A-Vektor plus B-Vektor hinschreiben. Gut, das ist schon mal nicht schlecht, weil dann haben wir ja schon mal ganz gut was zum Einsetzen. Und jetzt? Ach so, Mensch, ja, TD fehlt uns ja noch. TD. Wenn ich von T nach D will, muss ich erstmal hier diesen kleinen Butcher hier nach links gehen und der zeigt ja nach rechts. Der Vektor von A nach T ist ein Neuntel AB, also ist minus AT, ist ja erstmal schon mal TA. Und wir wollen ja von T nach A gehen und dann von A nach D. Also minus AT ist gleich TA. Wir wollen von TA gehen, also müssen wir minus AT haben, minus AT ist minus ein Neuntel AB, um das mal schnell zu machen. Also, nochmal, AT ist gleich TA, halt, was erzähle ich denn jetzt da gerade? Das war nämlich ein totaler Blödsinn. Wir wollen ja TA gehen. Nein, was wollen wir gehen? Na, siehst du, man kann sich ordentlich, da, wenn man da zu sehr faselt, dann kommt man da völlig raus. AC haben wir jetzt schon mit B und A-Vektor. Jetzt wollen wir noch TD haben mit B und A-Vektor und dann wollen wir mal gucken, ob wir das miteinander multiplizieren können, sodass da 0 rauskommt. Ja, das ist das Ziel. TD ist gleich TA plus AD. TA ist minus AT. Plus AD. Ach, AD ist ja B. AD ist B hier an der Stelle. Das heißt, das können wir da schon mal einsetzen. B-Vektor. Und minus AT ist minus ein Neuntel AB. Plus B-Vektor. Und dann haben wir hier AB ist ja A. Also minus ein Neuntel A-Vektor plus B-Vektor. Ja, das ist schon mal das eine. Und jetzt rechnen wir einfach mal so weiter. Es gibt noch eine Sache, die wir hier noch unbedingt dazu schreiben müssten. Das ist nämlich ein Rechteck. Aber wir machen jetzt einfach an der Stelle erstmal so weiter.
um eine ganz bestimmte Sache hinterher zu zeigen, wo wir, ne, wo man dann hier hängen bleiben kann. Und zwar haben wir jetzt einmal TD gleich minus 1 Neuntel AB und AC ist gleich AB plus A. Wir wollen ja nachweisen, dass AC mal TD gleich 0 ist. Jetzt können wir das da einsetzen. Hier steht B-Vektor plus A-Vektor multipliziert mit minus 1 Neuntel A-Vektor plus B-Vektor ist gleich 0. Wir rechnen jetzt einfach erstmal damit weiter, weil es sich so angeboten hat irgendwie. Ja, das Hauptergebnis schreibe ich mal hier hin, minus 1 Neuntel A-Vektor plus B-Vektor. So, das wird jetzt ausmultipliziert. Hier Pfeile abschießen. Wurms, Wurms, Wurms und Wurms. B mal minus 1 Neuntel A ist minus 1 Neuntel AB. B mal B ist plus B-Vektor Quadrat. A mal minus 1 Neuntel A ist minus 1 Neuntel A-Vektor Quadrat und A mal B ist plus A-Vektor mal B-Vektor und das soll gleich 0 sein. Ja. Und nun können wir diese hier noch zusammenfassen und das hier, ja, was ist das denn? Ja. Jetzt können wir uns wieder fragen, was haben wir denn eigentlich alles verwendet? Wir haben TD verwendet, wir haben AC verwendet. Dieses hier haben wir auch verwendet, da haben wir A und B für eingesetzt jeweils und dieses hier haben wir auch verwendet. Und jetzt können wir ganz schnell sehen, was wir noch nicht verwendet haben. Wir haben das hier nicht verwendet, das ist ja ein und dieselbe Sache. Das wollen wir jetzt verwenden. Wenn wir sagen, der Betrag von A-Vektor, ja. Hier stehen ja gar keine Beträge. Da gibt es jetzt eine Vokabel, die wir dabei auf jeden Fall noch einbauen müssen. Und zwar ist das Quadrat eines Vektors gleich der Betrag des Vektors zum Quadrat. Kann man sich nochmal in aller Ruhe angucken, wenn der Vektor xyz heißt und wir multiplizieren das mit xyz, dann ist das das gleiche wie, wenn das der A-Vektor ist. Zum Quadrat bedeutet das ja A-Vektor mal A-Vektor. Das hier sind die beiden A-Vektoren, kommt raus x² plus y² plus z². Und Betrag von A-Vektor wäre Wurzel aus x² plus y² plus z². Und wenn wir das quadrieren, dann kommt da auch raus x² plus y² plus z². Das nur mal kurz am Rande. Das bedeutet, wir können jetzt für das hier auch schreiben, Betrag von B und hier auch Betrag von B, von A in Klammer zum Quadrat. Ja, das war jetzt die eine, da habe ich weggewischt. Ich hoffe, das ist, man kann ja zurückspulen. So, dann können wir diese beiden auf jeden Fall jetzt schon mal zusammenrechnen. Ja, B-Vektor. Lassen wir stehen, B-Vektor Quadrat, der Betrag davon natürlich vorher, minus 1 Neuntel mal, so A ist jetzt 3b, dann können wir hier einen Haken dran machen, dann steht da mal Betrag von 3b-Vektor Betrag, ist richtig, müssen so viele Betragstriche dran, plus ab ist gleich 0. Jetzt können wir hier sagen, okay, der Betrag von 3 ist ja immer noch 3, aber wird ja quadriert. Pass auf, wir machen das in aller Ruhe. B, da ändern wir erstmal nichts dran. Minus 1 Neuntel, mal jetzt wird das quadriert hier. 3 zum Quadrat ist 9, mal Betrag von B-Vektor zum Quadrat plus AB, A-Vektor mal B-Vektor ist gleich 0. Jetzt steht hier minus 1 Neuntel mal 9. Minus 1 Neuntel mal 9, ja, das ist ja minus 1. Also B, Betrag von B-Vektor zum Quadrat minus 1 mal B-Vektor zum Quadrat. Ja, das fällt ja weg. Ja, gut. Dann steht da ja AB, A-Vektor mal B-Vektor gleich 0. So, jetzt damit anfangen. Und das hier ist genau das, was ich vorhin ausgelassen habe. Wir haben ein Rechteck. Und dieses hier ist der Vektor A von A nach B. Und dieses hier ist der Vektor B von entweder A nach D oder C nach D. Und ein Rechteck hat einen rechten Winkel. Also stehen natürlich A, B und AB ist eine Voraussetzung. Hier steht 0 gleich 0. Das, hier war der Ausgangspunkt davon. Das sollten wir also quasi zeigen. Jetzt steht hier 0 gleich 0. Das ist eine wahre Aussage. Haha, quod erat demonstrandum. Ja, so schnell kann das dann gehen. Man hätte natürlich auch am Anfang gleich dieses AB-Vektor, A-Vektor mal B-Vektor gleich 0 hier vorne hinschreiben können zu den Voraussetzungen. Und hätte dann an dieser Stelle schon gleich sagen können, naja, hier steht ja AB-Vektor. Achso, das habe ich hier im Übrigen die ganze Zeit
nicht mit dabei gehabt. Minus 1 Neuntel AB-Vektor, A-Vektor mal B-Vektor, minus 1 Neuntel A-Vektor mal B-Vektor. Jetzt hätte man die beiden auch noch zusammenfassen können zu 8 Neuntel A-Vektor mal B-Vektor. Aber A-Vektor mal B-Vektor ist 0. Das heißt, hier hätten wir an der Stelle schon gleich eine 0 machen können und hier auch. Dann wäre das hier gar nicht aufgetaucht, nirgendwo. Hier auch nicht. Und am Ende hätte nur gestanden, Betrag von B-Vektor zum Quadrat minus Betrag von B-Vektor zum Quadrat gleich 0. Und dann wären wir auch gleich zu 0 gleich 0 gekommen. Ja? Ich hoffe, das war trotzdem noch unübersichtlich genug, hätte ich beinahe gesagt. Aber ansonsten kannst du ja gerne noch einen Kommentar schreiben, wenn was bei dem Video jetzt unklar war. Und ja, ich mache hier gleich weiter mit der vierten Version, Beweise mit Vektoren. Halte vorher nochmal das Schild ins Bild und sage Tschüss und auf Wiedersehen!